BR403 ICE3 Einführung. Ja, ihr wundert euch, das hatten wir ja letztes Mal schon. Aber dieses Mal ist es erstmal in München Hauptbahnhof, beziehungsweise München Augsburg Strecke und ja. Willkommen beim Lokführertraining am Hauptbahnhof Augsburg. Heute lernen Sie, diesen BR403 Hochgeschwindigkeitszug im Intercity Express Weiß zu fahren. Naja, dann tun wir das einfach mal. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, dann werden wir das mal soweit machen. Da fällt schon irgendwo einer ab. Da, links. Oh, da ist die Tür noch offen, Kollege. Hey, hey. Aha, hast gehört, ne? Wie kann man denn mit offenen Türen losfahren? Sag mal, was habt ihr denn für ein Zugpersonal? Ganz ehrlich, das ist, da muss ich ganz ehrlich dem FDL mal melden, ne? Du bist du bist mit offenen Türen losgefahren, Kollege. Ich glaube, ich spinne, ey. Gibt's ja wohl nicht. Fällt noch einer ab, hätte er wenigstens die Türen zu. Ja, gehen wir mal von aus, oder? Hier ist was los, ey. Fällt der mit offenen. Der hat die Türen jetzt auch erst zugemacht. Habt ihr es gehört? Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Verbackt, hier verbackt, Sie verbackt. Den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Ich glaube, ich spinne, du. Wenn ich in 2 Wochen nach Berlin fahre, ne, mit dem ICE, dann möchte ich bitte, dass die Türen vorher zu sind, bevor du losfährst. Wäre vom Vorteil. So. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Dann wollen wir mal. Zack. Stellen Sie die Außenbeleuchtung für den erwarteten Fahrbetrieb ein. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, bevor Sie die Türen entriegeln. Türen geöffnet. So. Ach, wir sollen die rechten öffnen. Nein. Was denn jetzt? Beide Seiten öffnen. So. So, was haben wir jetzt zu tun? Es ist Zeit zum Losfahren. Ach, warte. Schließen Sie die Türen. Gut. Nein! Ich dreh ab. Schließen. Wie kriege ich das denn jetzt wieder aus hier? Für diese Einführung fahren Sie entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecke Richtung München. Kriege ich die Buchklappe wieder zu? Nach der Abfahrt lernen Sie, wie man das AFB-Kontrollsystem aktiviert. Jetzt wirklich die Bugklappe offen? Der Zug ist jetzt fahrbereit. Tatsächlich. Obwohl, das ist auch mal ein Foto wert. Leistung, ne? Ein wenig, um loszufahren. Das ist doch auch mal ein Foto wert. Würde ich sagen. Dann machen wir gleich mal ein Foto von. Unser ICE3 mit offener Bugklappe. Das ist doch mal ein geiles Foto. Zack. Wunderbar. So, ich weiß jetzt nicht, wie sie wieder zugeht. Aber ist ja auch egal. Fahren wir einfach mal los. Geht's. Tja, was soll ich machen? Ist jetzt zu oder offen? Ich weiß es nicht. Ist doch auch egal. Was ich auf jeden Fall vermisse, ist das Licht hier drin. Ich glaube, ich spinne. Ja, gar nicht so. 49 mph, 80 km/h. Dann wollen wir mal ein bisschen mehr aufschalten hier, oder? Wir fahren jetzt ohne Zugsicherung, aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Das ist hier bloß eine Einführung. Auch nicht so weiter tragisch. Haben wir denn die Buchklappe? Ist zu! Na also! Geht doch. Haben wir das auch erledigt. So, wir dürfen ja noch gar nicht schneller fahren als... Jetzt dürfen wir schneller fahren.
So, nun? Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Ich werde zu schnell. Um das AFB-System einzuschalten, stellen Sie sicher, dass der Leistungsregler nicht aktiv ist. Ja, haben wir ja. Bewegen Sie den AFB-Hebel auf die angezeigte Geschwindigkeit und navigieren Sie dann zum entsprechenden Bildschirm auf der Multifunktionsanzeige. Ey, das ist zu viel. 80, so. Ach so, Düffenhof. Ist das zu viel? Jetzt haben wir da 140. Oh, 140. So, dann haben wir hier. Ne, dies und da. AFB. AFB. 330. AFB. So. Nutzen Sie die Multifunktionsanzeige, um die AFB zu aktivieren. Habe ich doch schon lange. Voll Pfosten. Aktivieren Sie das AFB wie angezeigt. Hab ich doch. Vollpfosten. So, stellen Sie den Leistungsregler auf. Sie können jetzt mit dem Leistungsregler die volle Leistung einstellen und das AFB-System wird hinzu. Ja, um die Geschwindigkeit des Zuges zu ändern, passen Sie einfach die Position des AFB-Hebels an. Ich muss nämlich ein bisschen zu schnell sonst hier. So, jetzt haben wir's. So, nächste Station Kissing. Da sollen wir anhalten. In 6,5 Kilometer. Und ja. In 2,5 Kilometern dürfen wir dann 230 km/h fahren. Auf dieser wunderschönen Strecke hier. Mein Gott, jetzt habe ich auch noch aufstoßen. München-Augsburg. Auch eine sehr, sehr schöne Hochgeschwindigkeitsstrecke, muss man ehrlich sagen. Besonders der Teil von Augsburg nach München. Also bis München-Pasing auf jeden Fall. Zwischen Pasing und München ist das natürlich eher im 90er bis 100er Bereich beschränkt, aber von Augsburg bis nach München-Pasing ist das schon, kommen mir ganz schön Geschwindigkeiten auf. Da habt ihr es gesehen, die schöne Graffiti da. Was ich mich immer frage, auch wenn ich das so an Autobahnbrücken sehe, seien die sich ab oder wie läuft das? Weil das ist doch sonst saugefährlich. Und wenn die so an so einer Hochgeschwindigkeitsstrecke hier sich an die Seite stellen hier praktisch und da irgendwie ihre Kunstwerke, wenn man sie überhaupt so nennen kann, da ja, hinterlassen, das ist doch saugefährlich, oder? Wenn hier die ICEs mit über 150 Sachen an einem vorbeirauschen und man steht da ganz knapp neben dem Gleis an der Mauer. Also ich würde mir nie in die Hose machen. Sorry, ist aber so. So. Für mich ist das Blödsinn und fern jeder Realität und fern jeder Freude, sich da irgendwie in Lebensgefahr zu bringen, nur weil man da irgendwelche Schmierereien hinterlassen will. Für mich unbegreiflich. Will mir nicht in den Kopf. Werde ich nicht verstehen, wie man so leichtsinnig sein kann, sich da an so einer Hochgeschwindigkeitsstrecke ganz knapp neben den Gleis zu stellen. Ja, nur um da irgendwie seiner Spray-Leidenschaft nachzukommen. Werde ich nie begreifen können. Aber naja, so ist dem halt, ne? So, was haben wir jetzt zu tun? Um das AFB-System auszuschalten, stellen Sie sicher, dass der Leistungsregler nicht aktiv ist. Gut, dann werden wir den mal wieder ausschalten. Zack. So, dann sollen wir die AFB ausschalten, beziehungsweise deaktivieren. Deaktivieren Sie das AFB. So, und jetzt? Stellen Sie die AFB auf aus. Bringen Sie den Zug wie angezeigt zum Halten. Ein bisschen
schneller hier die Bremse hauen. Diesmal werden wir aber nicht so weit über den Bahnsteig hinaus schießen. Beziehungsweise über den Punkt. Ich vorhin bei der AFB-Einführung, das war ja grausam. Das werden wir jetzt einigermaßen hinkriegen, denke ich. Dann halten wir hier gar nicht am Bahnsteig an, sondern mitten auf der Abstellgleis, hätte ich fast gesagt, Durchfahrtsgleis. Ja, das sieht doch gut aus. 2 Meter. Sehr schön. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Ja, perfekt. Wunderbar. Gold. Wie ich es erwartet habe. So, Level 26 weiterhin noch. Level 4 auf der Hauptstrecke München-Augsburg. Und Level 7 die B. R403DB. So, das war's dann wieder mal mit dieser kleinen Grundlage zu diesem ICE3. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Was ich noch sagen wollte, in 2 Wochen werde ich mit einem guten Freund nach Berlin, nach Berlin fahren und ich wollte es eigentlich noch geheim halten, aber jetzt habe ich mich selbst verraten. Naja, es wird eine episch geile Reise. Wir werden dort bestimmt sehr viel Spaß haben. Seid gespannt, was euch da erwartet. Ihr seht es dann im Video. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Euer, der den spielt das. Ciao, Servus und Tschüss.